Hallo zusammen. Ich bin wieder unterwegs und zwar heute mal an der Grenzschleuse am Nordhorn-Almelo-Kanal. NAK nennt der sich. Hier ist so ein Hinweisschild, wo alles nochmal steht, wann der erbaut wurde und sowas. Das möchte ich jetzt aber nicht alles vorlesen, das ist einfach zu viel, wird mir zu lange dauern. Ihr könnt das nachlesen unter Grenzschleuse im Nordhorn-Almelo-Kanal, abgekürzt NAK, Schleuse Frensdorfer H. Nur soweit, das Ganze wurde 1903 bis 1905 gebaut und befindet sich hier genau an der Grenze zwischen Nordhorn und Almelo in Holland. Und hier in der Ecke werde ich heute unterwegs sein. Wenn ihr mögt, bleibt dran, auch bei dem Wind. Mit dem Puscheln ist das ja mittlerweile ganz okay, dass die Windgeräusche angenehmer sind. Und auf den ersten Metern kommt schon so ein kleines Highlight, denke ich mal. Da drüben dieses schöne Häuschen. Ach, hier so eine überdachte Sitzgelegenheit mit Windschutz aus Glas. Man merkt, man kommt Richtung Fahrradland, Holland. Ist das eine herrliche Hütte. Ach, und auch ein Angler. Ah, das hat schon was mit den ganzen Seerosen hier. So, und ich denke mal, das hier vor mir ist der Schlagbaum nach Holland. Genau. Ab hier bin ich jetzt in Fietsbad. Gemeinde Dinkelland. Keine Mopeds, keine Autos, keine motorbetriebenen Zweiradfahrzeuge. Ich hatte eigentlich vor, erst Richtung Nordhorn zu fahren, aber irgendwie bin ich jetzt doch andersrum gefahren. Ist halt immer die Neugier. Und ins Ausland kommt man ja auch nicht jeden Tag. Auch wenn es nur Holland ist. Schaut mal hier, die ganzen Seerosen in Weiß am Blühen. So auf die Entfernung sieht das toll aus. Das vor mir hier ist so eine kleine Kapelle, die Schottbrock-Kapelle von 2007. Ist mal ganz anders, wie man es bei uns kennt, aber sehr schön. Vor allen Dingen offen und nichts beschmiert. Das ist ja bei uns auch dann eher untypisch, dass die Sachen nicht missbraucht werden. Hier sieht es auch sehr einladend aus. Dieser große Schmetterling hier. Ja, da steht auch schon einiges an Fahrrädern. Ach, das ist sowas wie ein Imbiss-Café. Jo, vielleicht später. Jetzt ist es noch ein bisschen früh, obwohl ich schon wieder Hunger habe. Ich war noch bis 1 Uhr heute Morgen arbeiten, musste dann um 5 losfahren in diese Richtung, weil ich einen Termin hatte. Habe noch jemanden mitgenommen, der hier dann zu Besuch ist. Und den sammle ich auch nachher wieder ein für den Rückweg. Aber somit waren die Nacht nur so 3-4 Stunden Schlaf maximal drinne. Deswegen hatte ich früh gefrühstückt und bin jetzt schon wieder hungrig. So gegen 10, 11 Uhr. Seht ihr die Küken? Ja, ne? Jetzt, wo die Sonne rauskommt, ist es mit der Regenjacke schon fast wieder zu warm. Aber ansonsten ist der Wind doch noch sehr frisch heute Morgen. Aber die Strecke an sich ist erstmal super zu fahren hier. Was das hier für ein Unterschied ist, an den Kreisverkehren gibt es extra Kreisverkehre nur für die Radfahrer nochmal außenrum. Und dann diese gut ausgebauten Radwege. Da kann Deutschland sich echt eine Scheibe von abschneiden. Und die schnuckligen Häuschen natürlich auch. Das ist jetzt natürlich was Größeres gewesen. Aber ansonsten gibt es ja hier viele von diesen kleinen schnuckligen Häusern.
die eher flach gehalten werden. Ist doch deutlich schöner als diese ganz großen Protzbauten. Das wird jetzt das Zentrum werden von dieser kleinen Ortschaft. Den Namen nenne ich euch später mal. Hier standen so viele Schilder, ich bin mir gar nicht sicher, wie die Ortschaft hier jetzt heißt. Aber ich fahre erstmal durch. Das ist so schön hier, man wird von jedem Radfahrer angestrahlt. Es wird genickt, gegrüßt, Hi gerufen. Genau das Gegenteil von dem, was ich neulich im Sauerland hatte. Und wie ich vorhin schon mal sagte, die Architektur braucht sich hier definitiv auch nicht verstecken. So, jetzt muss ich mich gerade mal erstmal orientieren und alles gucken. Also das hier vor mir ist das Rathaus. Und dann geht es hier so rundum mit solchen, ich nehme an, Behördenhäusern zum größten Teil. Also hier steht es nochmal, ich bin jetzt in Denekamp bei der protestantischen Gemeinde angekommen. Der Ort heißt Denekamp, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Hier ist gerade ein Orgelspiel zu hören, aber das lasse ich mal ganz fein aus. Das hier ist jetzt ein Teil der Fußgängerzone. Und dann geht es dort ganz breit weiter raus. Also bis jetzt ein schönes kleines Örtchen. Hier gibt es auch so zwischendurch kleine Redhäuser. So wie hier links jetzt gleich. Ist ja auch nicht ganz ohne, das alles zu erhalten. Hier nochmal kurz das Thema Radweg, wenn man in so ein Wohngebiet reinfährt. Ist doch wohl der Hammer, oder? Hier vorne hatte gerade jemand eine Sprinkleranlage an. Habe erstmal eine Abkühlung gekriegt. Das ging quer über die Straße, das Ding. Habe ich gar nicht erst wahrgenommen. Die Straße war nass, hätte ich mir eigentlich denken können. Naja, aber bei dem Wind, man trocknet auch schnell wieder. Oh, ich denke, hier ist ein Golfplatz. Ja, sieht so aus. Ansonsten geht es hier durch ein doch eher wohlhabenderes Wohngebiet, denke ich mal. Das wird auch nicht der Standard sein. Aber trotzdem schön anzuschauen. Man hat ja jetzt vorhin hier auf diesem Marktplatz die Kirche schön gesehen. Und von dieser Seite sieht man schön dieses angrenzende kleine Klostergebäude. Das ist schon sehr beeindruckend, so in so kleinen Orten dann solche Häuser. Schaut mal, hier ist wieder so eine kleine Schönheit. Und danach geht es direkt weiter. Da im Hintergrund ist auch noch schön eins zu sehen, hinter dem Flamingo. Das ist eine Sackgasse, aber sieht sehr interessant aus. Und ich glaube nicht, dass das Schild Durchfahrt verboten hieß. Und wenn, wird man es mir schon sagen. Tolle Ecke. Klar, für die Leute, die das jetzt nicht so interessiert, wie immer. Das ist dann so. So bin ich, so bleibe ich und fertig. Ja, das sind schon ganz nette Anwesen hier. Auch hier mit eigenen Ziegen. Ist das klasse. Na du? Ich glaube, ich muss mir mal Holland auf die Karte stecken, dass ich mich hier mal ein bisschen mehr informiere, um mir das auch mal vorzunehmen. Die Leute sind bis jetzt alle super freundlich. Die grüßen als erstes. Finde ich ja schon mal total klasse. Zumindest die ganzen Radfahrer. Mit den anderen habe ich jetzt ja nicht so den Kontakt hier erstmal. Aber bis jetzt sehr positiven ersten Eindruck.
Schön. Hier steht jetzt ein Hinweisschild Park Gore. Park ist immer gut. Schaue ich mir auch mal an. Ansonsten sieht das hier aus wie so eine Seniorenresidenz. Aber schon sehr hochwertig. Beziehungsweise die neu gebauten sehen ja fast alle so gut aus. Tatsache, hier kommt man in so einen Park rein. Ich sehe da hinten auch schon wieder Wasser. Ah, schön, schön. Wasserlandschaft und die Sonne kommt auch direkt raus. Viel besser geht's doch gar nicht. Hier ist auch so eine schöne Wiese. Da vorne steht ein Truthahn. Da sind Ziegen. In der Mitte sind Tauben. Immer wieder kleine sehenswerte Ecken. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder auf dem Radweg, der hier an diesem Kanal entlang geht. Und zwar auf dem Weg Richtung Nordhorn. Ich werde heute hier einfach wieder kreuz und quer fahren, wie ihr es von mir kennt. Aber ich fand den Blick hier direkt am Wasser doch so, dass ich erstmal anhalten musste und das Ganze genauer anschaue. Ist doch toll. Mit den ganzen Seerosen. Ja, unter der Brücke natürlich nicht, weil kein Licht, keine Seerosen. Aber da hinten geht es dann weiter. Dort sitzt ein Schwan in seinem Nest. Das ist auch schon ewig her, dass ich das mal gesehen habe. Meistens erlebt man sie ja nur schwimmend oder keifend auf dem Wasser. Ich bin jetzt gerade noch mal an dem Schild Fietspad vorbeigekommen. Das kleine blaue mit weißer Schrift. Und jetzt fällt es mir ein, das ist das Radweg, heißt das. War mir vorher nicht bewusst. Ich habe, glaube ganz am Anfang gesagt, ich fahre Richtung Fietspad oder irgendwie sowas. Ist es aber nicht. Fietspad ist hier so dieser Weg gewesen. Radweg, Fußweg. Aber ich glaube, Fietz ist Fahrrad. Hier jetzt wieder auf deutscher Seite Richtung Nordhorn, auch entlang des Wassers, aber komischerweise komplett ohne Seerosen. Als wenn die an der Grenze da hinten bei dieser Schleuse auch Halt gemacht hätten. Richtung Nordhorn Zentrum sind es jetzt noch 3,5 Kilometer, stand da gerade ein Schild. Also auch nur noch ein Hingucken. Und dann wird erstmal was zu essen organisiert. Ist jetzt 12:30 und da ist der kleine Markus schon immer fast verhungert. Zumindest wenn ich unterwegs bin. Hier ist mal so ein kleiner Nebenarm, wo da 4 Bötchen liegen. Ich weiß nicht, ob das hier von dieser Wasserbehörde ist oder ob das privat ist, aber es sieht eher behördlich aus. Aber trotzdem immer ganz nett, da auch so ein Blick zu der anderen Brücke. Das ist hier auch immer schön gemacht. Der geht oben den Weg her, der über die Straße führt, wenn man da irgendwie abzweigen will. Oder, um dem Straßenverkehr aus dem Weg zu gehen, kann man unter der Brücke herfahren. Sprich, man hat keine Haltezeiten oder sonst was. Und ja, auch keine Unfallpunkte, ne? Sehr angenehm. Kannte ich so bisher auch noch nicht. An der rechten Seite ist so ein schöner großer See zu sehen. Da komme ich bestimmt gleich auch noch mal vernünftig hin. Da gibt es hinten auch so Ausflugslokale. Da finde ich schon noch einen Weg. Ansonsten bin ich immer noch parallel hier zu dem Kanal. Also die ersten Eindrücke hier von der Region echt toll. Hat schon was Gutes, wenn man mit so einem Termin eine Fahrradtour noch verbinden kann. Und dann auch gleich in so einer schönen Ecke. Immer doppelt planen, hält auch doppelt gut. Da geht auch so eine kleine Wasserstraße rein. Nordhorn ist ja auch eine Stadt rund ums Wasser irgendwie.
das meinte ich vorhin, von wegen Nordhorn rund um eben Wasser. Über diese kleinen Wasserstraßen, wo die Grundstücke anecken. Und schon kommt die nächste Brücke, dann geht es da so ein kleines Stück weiter, nächsten zwei Wasserstraßen und Brücke. Und dann auf der Seite wieder Wasser. Und hier vorne steht so ein schönes Hinweisschild, Grafschaft der Spurensuche. Und da ist dann auch nochmal das ganze Wanderwegenetz hier in der Grafschaft erklärt. Und wenn man diese Grafschaft der Spurensuche mitmacht, hat das eine Gesamtlänge von 6,4 Kilometer. Und man befindet sich durchgehend auf den Spuren der Nordhorner Textilgeschichte. Das heißt größtenteils auch durch die Innenstadt und nicht durch die Natur. Das ist ja auch schön. Hier fahren so Boote auf den Kanälen. Und elektrisch anscheinend. Nichts zu hören. Jetzt bei dem Wetter, wenn die Sonne rauskommt, auch angenehm bestimmt. Andere haben sich direkt fürs Tretboot entschieden. Und ich fahre jetzt weiter hier schön über diese blaue Brücke. Auch mit einer schönen Aussicht. Oh, eine Schleusenanlage. So kann es weitergehen. Hinter jeder Ecke eine kleine Überraschung. Und hier kreuze ich jetzt diese Schleuse schön, die ja mehr als Hochwasserschutz gilt, so wie ich das verstehe, und nicht als Bootsschleuse in dem Sinne. So, und hier geht es jetzt in die Fußgängerzone, wo dann der Linienverkehr und Radverkehr auch geduldet ist. Auch mit einem herrlichen Blick auf die Kirche da hinten. Ein Shopping Center. Und Innenstadt. Aber wie gesagt, jetzt muss ich mich erstmal kurz selber orientieren, wo es was zu essen gibt. Ja, ich bin jetzt mitten im Herzen hier von Nordhorn in dieser Fußgängerzone. Und da ist echt einiges los. Besonders so in die Richtung. Und da kann ich natürlich nicht filmen. Auch hier, ich bin jetzt 50 Meter auf der anderen Seite im Grunde. Da ziehen sich überall diese kleinen Grachten hier durch. Oder Wasserstraßen. Grachten heißt es, glaube ich, nur in Holland. Und ich habe vorhin schon die nächsten gesehen. Schönes Städtchen. Also die ganze Ecke hier, habe ich vorhin schon gesagt, gefällt mir echt gut. Und hier stehe ich am Atelier Sägemühle. Klasse, wie das hier so rausfließt. Einmal in die Richtung. Und das ist die Mühle mit dem Atelier drin. Und direkt hier neben ist die Kornmühle, wo eine Kleinkunstbühne untergebracht ist. Also auch für Kultur ist gesorgt. Und hier geht's weiter in eine parkähnliche Anlage. Mal schauen. Hier auch die ganzen Gärten schön an so einem kleinen Kanal gelegen. Ich bin wahrscheinlich im tiefsten inneren Holländer. So viel wie ich auf dem Fahrrad sitze und diese ganzen Wasserwege mag. Wie imposant diese Gebäude immer sind. Und überall diese vielen Brücken. Das ist so richtig einladend. Na gut, jetzt mit dem Kopfsteinpflaster ist natürlich für euch wieder blöd, weil es so wackelt. Aber es gehört dazu. Den besten Blick hat man, wenn man vor dem Pfarrhaus St. Augustinus steht. Direkt gegenüber. Hier haben wir mal so einen Blick in die Fußgängerzone mit dem Wasserspiel auf der einen Seite. Musikern und dort Richtung alte Kirche am Markt. Dort ein weiteres Wasserspiel, so schöne Terrassen. Man kann unten ans Wasser gehen, sich hinsetzen. Hier auf diese alten Schiffchen gucken.
mehr oder weniger alt. Und dort hinter den Bäumen ist die Kirche zu sehen und der Wochenmarkt, der gerade schließt, so wie es aussieht. Hier gibt es überall Ecken und Gassen. Das nimmt man gar nicht erst wahr und dann erwartet einen sowas hier. Natürlich wieder mit Brücke, aber alles so super angelegt. Und auch die ganzen Restaurants, die direkt so am Wasser gelegen sind. Und ja, macht euch selber einen Eindruck. Dort hat man mal einen herrlichen Blick auf eine Spinnerei Busmate, was ja zur Geschichte von Nordhorn gut passt mit der Textilindustrie. Durch so eine Unterführung hier durchgefahren ist und dann hier steht, sieht es aus, als wenn das Wasser hier bergauf fließen würde. Ich hoffe, das kommt auf dem Video auch so heraus, wie es sich hier ja vor Ort anfühlt und aussieht. Ich hatte mich doch das letzte Mal an dem Hexenteich in Hemer oder Menden, in Menden war es, so über die Schildkröten gefreut. Schaut mal hier, da schwimmt auch eine. Ich hoffe, man erkennt das mit der Spiegelung. Oh, jetzt ist sie abgetaucht. Komm wieder hoch, du kleines Biest. Naja, ich denke, ihr habt sie noch gesehen. Hier werde ich mal wieder die Seite wechseln. Ich war übrigens bei einem Chinesen, wie so oft, und habe den Reis mit Huhn gegessen. Da kann man nicht ganz viel verkehrt machen, was die Zöliakie angeht. Und meistens schmeckt es auch ganz gut. Und das war auch heute der Fall, daher soweit erstmal nichts verkehrt gemacht. Herrliche Aussicht hier. Wieder so eine Unterführung, wo man gleich im Grunde tiefer ist als das Wasser, weil der Radweg ja tiefer ist. Schon cool gemacht. Ich habe gerade vom Radweg aus gesehen, dass da ganz viele Wohnmobile stehen und wollte mal schauen, wie dieser Stellplatz so aussieht und was das Ganze immer kostet. Falls man nochmal hierhin fährt, dann hat man vielleicht direkt einen Anlaufpunkt. Ansonsten kann man hier auch am Friedhof gut und kostenlos stehen, ohne Parkscheibe oder sonst was. Also hier gibt es Fähr- und Entsorgung für die ganzen Chemikalien, Wasser und so weiter. So an sich, der Platz ist, ja, ist halt ein normaler guter Platz und kostet 5 Euro für 24 Stunden. Da kann man auch nichts sagen, finde ich. Es wäre definitiv nicht meine erste Wahl, aber bei dem Preis, wenn man nichts anderes findet, finde ich das völlig okay. Geht natürlich nicht über einen schönen Parkplatz am Wald oder am See. Aber wie gesagt, wenn man eh in der Stadt hier sein will, eine günstige Alternative. So, und hier geht es jetzt rüber Richtung Fechtesee. Hier dieser Gastronomiebereich gehört zu diesem Pier 99 Café Bar Restaurant. Das ist das, was ich vorhin von der anderen Seite gesehen hatte, wo ich meinte, da müsste man noch irgendwie hinkommen. Und einige Stunden später bin ich dann auch da. Jetzt nur mal schauen, wo ich hier einen schönen Zugang finde. Das sieht doch schon mal gut aus. Und auch hier sind Radfahrer erlaubt. Daher dieser Schwenk rollend über den See. Da auf der gegenüberliegenden Seite bin ich ja vorhin hergekommen. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick? Den Kaffee am diesen Pier 99 habe ich mir jetzt geschenkt, weil alle Tische belegt sind. Und warten habe ich eigentlich keine Lust. Wird auch noch eine andere Möglichkeit geben. Jetzt genieße ich noch hier die Aussicht ein bisschen und radel mal fleißig weiter. So, meine Lieben, mit dieser herrlichen Aussicht auf die Trauerweide, die Kirche im Hintergrund, möchte ich mich von euch verabschieden. Hier in der Region hat es mir jetzt gut gefallen, das habe ich, glaube ich, jetzt schon so oft gesagt, aber hier gibt es auch noch zig verschiedene Kirchen, die man sich anschauen kann, innen wie außen, die echt sehenswert sind. Aber vom Film her war das nicht so gut, deswegen jetzt hier nochmal eine aus der Ferne.
Ich muss jetzt leider aufhören, weil ich, wie gesagt, noch einen festen Termin habe, wo ich hin muss. Das sind jetzt noch so 10 Kilometer von hier. Und daher beende ich das Video jetzt mit dieser herrlichen Aussicht. Macht's gut, euer Markus.